Sie sind hier, 2. Dezember 2018, 20.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Viktoria Rebensburg erfüllte mit ihrem 3. Platz die WM-Norm. Urheberrecht Getty Images. Viktoria Rebensburg fährt beim Super-G in Lake Louise auf das Podest. Mikaela Schifrin gewinnt erstmals einen Super-G und damit als erste alle Disziplinen. Viktoria Rebensburg hat am historischen Tag für Mikaela Schifrin im Super-G von Lake Louise mit Rang 3 eine Glanzleistung geboten. Hinter der überragenden Schifrin, die nun als erster Mensch in allen 6 Alpindisziplinen Siege vorweisen kann, und der zweifachen Olympia-Zweiten Ranhild Mowinckel aus Norwegen fuhr die 29-Jährige zum ersten Mal im WM-Winter aufs Siegerpodest. DATENCENTER, der Stand im Gesamtweltcup, in der Abfahrt habe ich nicht das richtige Gefühl gefunden, bin nicht wirklich zum Fahren gekommen, sagte Rebensburg, der Super-G aber hat sich auch im Training gut angefühlt. Ich wusste, ich habe es drauf. Ich denke, es war wirklich eine sehr solide Fahrt. Speziell der obere Teil war ganz gut, unten habe ich ein bisschen Zeit verloren. Rebensburg erfüllt WM-Norm mit ihrer nahezu fehlerfreien Fahrt. Mit der Startnummer 1 erfüllte Rebensburg auch die DSV-interne Norm für die WM im schwedischen Are 5.17. Februar 2019, im Ziel fehlten ihr nach 30 gestarteten Läuferinnen 600stel auf Mowinckel und 0,84 Sekunden auf die 23-jährige Schifrin, die in Abwesenheit der verletzten Lake Louise-Dominatorin Lindsay von USA ihren 46-Weltcup-Erfolg feierte und sich damit auf Rang 5 der ewigen Bestenliste verbesserte. Kira Weidle, am Freitag als Abfahrtsdritte erstmals auf einem Weltcup-Podest, verpasste als 35,56 Sekunden die Punkteränge, ebenso wie Patricia Dorsch als 39,312. Veronique Roneck, Maike Pfister und Michaela Wenig schieden aus. Von Sportinformationsdienst.